Willkommen zurück bei Fallout 4. Ja, wir haben eine heiße Spur zu jemandem, der Kellogg heißt. Nick ist der Meinung, das könnte unser Mann sein. Und jetzt wartet hier schon Dog Meat auf uns, der uns hoffentlich dahin führen kann. Dog Meat, schnüffel mal da dran. Vertraue die Zukunft meiner Familie einen Hund an. Ich bin wirklich verrückt geworden. Nee. Hast du was gefunden, mein Junge? Braucht doch mit. Wiedersehen macht Freude. Na, natürlich führt die Spur raus aus Diamond City. Was wir über den Typ rausfinden werden. Los geht's, Dog Meat. Zeig uns, wo der Mistkerl ist. Nick ist da, ja. Such nach Hinweisen zu Kellogg. Kellogg hat hier wohl Halt gemacht. Sieh dich um. Ein paar Frosties. Mal sehen, ob wir die vierte wiederfinden. San Francisco Sunlights. Dog Meat was gefunden? Kelloggs Lieblingssorte. Bingo. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Wir müssen zusammenbleiben, Kumpel. Wenigstens bis wir Kellogg finden. Ich mag Dog Meat einfach. Ich glaube, wenn ich bei den anderen Gefährten die Zuneigung überall hoch habe, laufe ich mit Dog Meat rum. Für den gibt es ja auch noch extra Perks, die man skillen kann. Dass er mehr Schaden macht oder dass er den Gegner festhält. Ja, Mist. Stirb! Rote Brutmutter. Was für ein hässliches Viecher. Boah, wie groß sind denn die Viecher jetzt plötzlich? Danke, das nehmen wir. Glücks-Sündrüstung. Ja, da ist ja noch ein Vault. Zu dem möchte ich auch demnächst unbedingt hin. Na, was hast du gefunden? Blutiges Verbandszeug. Dog Meat, die Fährte eine gute Fährte für Dog Meat. Ich brauche deine Nase, um Kellogg zu finden, Junge. Was meinst du, Junge?
Kannst du uns weiterführen? Ja, so ein Braver. Ich bin ja sowieso ein absolut tierlieber Mensch. Oh, Hindernis. Aber halt nicht so tierlieb, dass ich die da mag. Was war er? Der Fremde. Er war genau hier. Wohin ist er gegangen? Ja, eben. Ich bin ja eigentlich ein absoluter tierlieber Mensch. Wobei, wenn man von sich selber tierlieb sagt, dann, dann eigentlich heißt das, dass man alle Tiere mag. Aber ich mag eigentlich nicht alle Tiere. Die Tiere, die ich am wenigsten mag, sind Spinnen. Ich habe keine Angst vor ihnen oder so, aber ich ekle mich einfach. Also wer schon mal irgendwie so ein Let's Play geguckt hat von... Was ist denn das? Ah, Supermutant. Von The Witcher oder so. Oder sonstig, wo da Spinnen vorkommen. Ich hasse diese einfach. Hausputz erledigt. Ich hoffe, wir finden jetzt nicht nur die Leiche oder so. Such noch Hinweisen zu Kellogg. Oh. Ah, gut. Dogmeat hat was gefunden. An der Attrappe, was? Ja, wie das läuft. Sehr schlau. Aha. Das sollte eine Falle sein. Wahrscheinlich von Kellogg aufgestellt. Wie schön die Kleider auch nass werden. Muss ich mal so nebenbei erwähnen. Greif einfach zu. Hä? Wer sagt es? Boah, lass dir meinen Hund in Ruhe. Willkommen zu deinem besten Gefecht. Gute Nacht. Noch mehr von den Mistviechern. Stirb. Ich schwitze ja nicht mal. Wer redet denn da? Nicht, dass das eine Option wäre. Mehr? Nein. Bekannter Söldner. Anwendung extrem. Verdammt. Das muss ja eine fette Party gewesen sein. Alle. Alarm. Kritische. Was haben wir denn hier? Fehler. System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ups. Da kommt jemand, wenn man vom Teufel spricht.
Oh shit, 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 shit. Schnell, bitte triff jetzt. Puh. Scheiße. Ich sehe ja fast nichts. Kühlmittelkreislauf auch in Ballung. Was haben wir denn hier? Fehler. System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Hast du die Fährte verloren, mein Junge? Ah. Noch ein Zigarrenstummel. Na los, Junge, komm. Wo ist er? Stecken bleiben doch mit. Es ist so düster. Das mit dem Regen ist übrigens auch eine Mod, die ich installiert habe, damit der Regen einfach stärker ist und auch dafür sorgt, dass man dann ein bisschen weniger Sichtweite hat. Funktioniert ganz gut, würde ich meinen. Was meinst du, Junge? War das unser Mann? Na, was ist denn? Ich kann nichts mehr machen. Jetzt. Na los, such weiter, Dogmeat. Kellogg ist immer noch da draußen. Wir müssen ihn finden, Junge. Fort Hagen. Ist er da drin? Sind wir hier richtig? Ist er da drin, mein Junge? Ich wusste, dass Dogmeat unseren Mann finden würde. Jetzt sollten wir übernehmen. Gönnen wir unserem vierbeinigen Freund eine Pause. Genau. Hey. Ich bin ganz Ohr. Alles okay, Junge? So ein Braver. Okay, finde einen Weg hinein. Wirf alles, was du nicht mehr tragen kannst, in meine Richtung. Okay, sind wir im Kreis gelaufen. Was ist denn jetzt der scheiß Eingang? Der war doch hier irgendwo, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre.
maybe hier rum? Ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Tja, wenn es nicht anders geht. Sind wohl nicht allein. Okay, auch nicht. Er schafft. Ich hätte gedacht, er wäre in dem blöden Parkhaus gewesen. Ah. Einfach nur dran vorbeigelaufen. War ja klar. Hallo? Zugekettet. Bewegung entdeckt? Seltsam. Ist da also jemand an, die sich eindeutig auf eine versteckte organische Lebensform hin? Wenn ich mir das Terminal anschauen soll, sag einfach Bescheid. Maschinen waren schon immer mein Ding. Greife Feindmann. Ah. Wo sind sie denn hin? Meinst du, die sind jetzt endgültig weg? Bitte zeigen sie sich. Ich habe mir noch geschickt, einen Teil der Clip Kellogg nicht gewonnen. Das war wohl der. Hey. Da bist du. Oh, ah. Shit. Jetzt hör halt auf zum Weglaufen, wenn ich schon dich triffle. Luft ist rein, denke ich. Steht unter Gewalt des Instituts. Terminiere Eindringling. Seltsam. Offenbar eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Wie schön. Ah! Das war er scharf mit Heurüstung. Ein Charisma, ein Intelligenz. Hat ihre Terminierung befohlen. Sensoranomalie entdeckt. Zugekettet. Geschafft. Da kommt jemand. Okay, da geht's auch nicht weiter. Eliminiere Feind. Na, wir müssen weiter hoch, nehme ich an. Hey, da sind sie wieder. Wow. Sind. Was ist denn das für ein Geschütz, bitte? Wo ist denn jetzt der Valentine hin? Hallo?
sämtliche feindliche Leben. Nick? Ja, ja, mach ich doch. Wow. Der schießt mit einem Raketenwerfer, die Sau. Terminiere mit äußerster Entschiedenheit. Oh, mit Blutungsschaden, okay. Shrines, zwei Treffer. Das wird zurückgesetzt. Shrines. Filters, nein. Slipped? Auch nicht. Ach. Cool. Perfekt. Turmsteuerung. Über ihr Verteidigungssystem. Ich hatte doch irgendwas freigeschaltet, dass ich Geschütztürme jetzt kontrollieren kann oder so. Hm. Valentine hat das gefunden. Es hat einige helle Köpfe gebraucht, damit ein solcher Ort entstehen kann. Genau, ich wollte auch oben rauf. Ah, guck an. Pistolenpatronen. Schusswaffe verursacht dauerhaft plus 5% mehr kritischen Schaden. Genau, ich dachte mir doch, hier war noch irgendwas. Das wär's. So, dann wieder runter. Ich denke mal, aus dem Aufzug raus und dann haben wir unseren Kellogg gefunden. Sollten wir vielleicht vorher noch ein Red Away reinziehen und mich voll heilen. Und Nahkampfschaden brauche ich nicht. Ach, ziehen wir uns mal so eins rein. So, wo war jetzt hier der Aufguss? Okay, so viel ich gerne knacken, alles nehmen. Herrgott, wo war denn der Aufzug? Muss ich runter? Blödsinn. Ich hatte doch hier vorhin einen Aufzug gesehen. Wo war denn der Himmel? Ah, genau, hier so lang. Da war der Anführer. Und dann hier so lang. Da ist der Aufzug. Nach oben. Stock. Nach oben. Stock.
Sensor meldet feindliche Präsenz. Du spielst hier mit dem Feind. Du hast diesen Angriff unverzüglich. Kellogg, melden. Nachkommen. Wir haben uns das letzte Mal unterschätzt. Scheiß Volle. Ich mache jetzt hier mal eine längere Folge. Wenn ich Gänsehaut bekommen könnte, dann an einem Ort wie dem hier. Einfach. Weil Story haben wir ja auch schon so lange nicht mehr gemacht. Ich muss ihre Existenz beenden. Du musst gar nichts. Außer na, wo sterben. Hast du dich verkrochen? Luft ist rein, denke ich. Die Sündrüstung ist so viel besser, oder wie? Ich mag eigentlich die Sündrüstung überhaupt nicht. Nee, so viel besser ist die nicht. Die hat nur Strahlenschutz und so ein bisschen mehr drauf. Sieh an, mein alter Freund, das gefrorene Fertiggericht. Vor unserem letzten Treffen hast du es dir noch zwischen Bohnen und Apfelkuchen gemütlich gemacht. Cool. Impulsgranate könnte ich auch mal ausrüsten. Hm, haben wir auch 7. Okay. Komm zu deinem letzten Gefecht. Tut mir leid, dass dein Haus seit 200 Jahren demoliert ist. Aber ich brauche keinen Mitbewohner. Verzieh dich. Ich hätte nie gedacht, dass du mal an meine Tür klopfst. Hab dir 50-50 gegeben, es nach Diamond City zu schaffen. Dachte, das Commonwealth würde dir dann den Rest geben. Musstest einfach wiederkommen, was? Verstecken. Ach komm. Hättest weglaufen sollen. Jetzt war's knapp. Der Drecksack. Schuld jetzt. Mein Gott. Falscheintrag. Wie schön. Turmsteuerung. Deaktivieren. Türfernsteuerung. Gut gemacht. Geschafft. Super, das hat sich ja gelohnt.
Wir sind hier irgendwo. Wie komme ich jetzt da rein? Servo für obere Extremität beschädigt. Die finden wir schon. Worauf schießen wir? Hat mich ganz schön erwischt. Du musst das nicht tun. Kenneth hat ihre Terminierung befohlen. Setze Taktiken an. So bekommt man den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Fusionskern, gut. Schlangenkeim mehr gefunden. Oh, Energiewaffe. Ja. Ist da jemand anwesend? Ach, scheiß jetzt auf die Kiste. Ich glaub's nicht, ich finde den Weg dann nicht mehr hin. Dein Begräbnis! Kritisch beschädigt. Weiter. Wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Du hast Mumm und bist entschlossen, das bewundere ich. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich hier übernimmst. Ich schläfere dich ja nur ungern ein. Sie gewarnt, ich kann nicht zulassen. Boah, jetzt hat sogar noch einen Totenkopf. Schau mal, wer wieder da ist. Alles in Ordnung? Ist es nicht zu spät. Hör auf und geh. Du hast diese Option. Das können nicht viele von sich behaupten. Es gibt keine Option zu gehen. Nein, raus. Ich will nichts knacken jetzt. Gut, du hast es geschafft. Du findest mich gerade aus. Meine Sünden tun dir nichts. Reden wir. Da ist er also. Der unverwüstlichste Mann des Commonwealth. Lustig. Ich dachte mal, das wäre ich. Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich bin eine Marionette wie du, Kumpel. Nur, dass meine Bühne größer ist. Sean ist ein guter Junge. Ein wenig älter, als du dachtest, stimmt's? Aber es geht ihm gut. Nur, er ist nicht hier. Er ist bei den Leuten, die die Fäden ziehen. Dann bring mich zu ihm. Und zwar sofort. Dich zu ihm bringen? Als könnte ich das, selbst wenn ich wollte. Kapierst es nicht? Dein Sohn ist an einem Ort, wo ihn niemand erreicht. Sean ist sicher in seinem Zuhause, im Institut. Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin.
bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also. Okay. Bereit? Oh, ich bin bereit. Die Frage ist doch, bist du es? Sie müssen terminiert werden. Nicht schlecht. Wieso in der Welt hier einen Gefallen? Der Stealth-Boy, der sagt. Wie dachtest du denn, dass das läuft? Ach, jetzt wechsle wieder die Waffe nicht. War's das? Nimm das! War's schon? Tut mir leid für dich, der weite Weg ganz umsonst. Tja, wenn es nicht anders geht. Gute Arbeit. Dieser Mistkerl wird niemandem mehr was tun. Wir sollten uns umsehen. Uns alle Infos sichern, die es hier gibt. Kellogg's Gehirnverstärkung. So viel Technologie. Du warst ja kaum noch ein Mensch. Splittergrad, Stimbox, Stealth Boy, Schmerzunterdrückung, Gliedmaßenakkulator und Kellogg's Outfit. Genau das, was ich wollte. Darauf habe ich mich schon gefreut. Sieht jetzt relativ blöd aus, gerade mit der Rüstung. Naja, es geht. Ich suche gerade was Bestimmtes und sehe es nicht. Ach, es ist rumgeflogen, da. Ja. Pipfel. Kämpfe werden mit Fäusten gewonnen. Kriege mit Köpfchen. Kellogg's Terminal. Zugriffsprotokolle anzeigen. Haben den jungen Namen schon erfolgreich im Institut abgeliefert. Bezahlung erhalten. Haben neue Befehle erhalten. Sollen Deserteur aufspüren, Verstärkung ist versammelt, Vorträgen gesäubert und gesichert, brechen bald auf. Sicherheitstürsteuerung, Tür öffnen. Ich glaub's ja nicht. Ich häng schon wieder fest. Nett. Es legen nicht mehr genug Leute Wert darauf, ihren Prozessor auf Vordermann zu haben. Zugriffsprotokolle anzeigt, so, das haben wir schon gelesen. Sicherheitstürsteuerung bitte aufmachen. Halten. Dann hat Kellogg also keinen Mist erzählt. Dein Sohn steckt wirklich tief im Schlamassel. Nicht mal ich weiß, wo das Institut ist. Und die haben mich immerhin gebaut. Es muss eine Möglichkeit geben, Nick. Wir kommen hier nicht weiter. Wir sollten einen Schritt zurückgehen. Die Sache mit anderen Augen sehen. Die einzige, die dem Institut vielleicht auf den Grund gehen würde, ist Piper, die Reporterin aus Diamond City. Wir sollten uns mit ihr treffen, die Sache besprechen. Wie kann Piper uns helfen? Vertrau mir, die Lady hat mehr drauf, als sie durchblicken lässt. Und sie lässt einiges durchblicken. So wie ich sie kenne, hat sie ihre Hausaufgaben gemacht. Und wir müssen mit jemandem darüber reden.
Dann also auf nach Diamond City. Hey, Kopf hoch. Ja, es sieht im Moment düster aus. Aber es gibt Hoffnung. Ja, aber Piper ist nicht in Diamond City. So, jetzt gehen wir hier noch raus. Tun wir doch, oder? Ist die Tür nicht aufgegangen? Doch. Okay. Das Wichtigste haben wir ja gesehen. Weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dann.